www.aramil.com. Ich möchte mit euch heute gebackene Holunderblüten zubereiten. Und wir brauchen dafür frische Holunderblüten, einen Backteig und Öl zum Backen. Ich nehme jetzt meine Holunderblüten. Verlässt sie bitte gut, damit kein Ungeziefer mehr drauf ist. Tauche sie ein bisschen in Mehl ein. Und jetzt ziehe ich sie durch den Backteig und lege sie dann in das heiße Fett zum Backen ein. Ich backe meine Holunderblüten schön langsam und schön knusprig und jetzt werde ich sie aus dem Fett nehmen und abseihen. Gebackenen Holunderblüten jetzt abgeseiht, aus dem Fett gehoben und lasse jetzt gut auf Küchengrepp abtropfen. Die gebackenen Holunderblüten sind jetzt fertig. Sie noch abtropfen lassen und sie sind noch schön warm. Jetzt bestreue ich sie vor dem Servieren noch mit Staubzucker. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung für diesen Mehlspeisklassiker aus der österreichischen Küche gibt es wie immer unter www.euromehl.com.